Ich bin Katrin Seibert und lerne Goldschmiedin. Schmuck hat es der 21-Jährigen angetan. Und den kann sie jetzt nicht nur selber tragen, sondern sogar selber herstellen. Die Ausbildung zur Goldschmiedin ist vielfältig und erfordert ein hohes Maß an handwerklichem Geschick. Also ich entwickle was, ich tue was zeichnen, entwickle es, ich baue es und sehe das danach an der Person, die es trägt. Die freut sich über den Schmuck, sie trägt ihn mit Stolz und mit Freude und das finde ich am Beruf am tollsten, dass ich am Ende wirklich sehe, es freut jemanden. 2 bis 3 Monate arbeitet Katrin in ihrem Ausbildungsbetrieb in Hofheim. Hier findet die gesamte Materialbearbeitung statt, vom Schmelzen des Metalls bis zum Polieren. Der schönste Beruf der Welt. Einer der ältesten Berufe der Welt. Es ist gefährlich. Es ist eine Sucht. Weil wenn sie mal angefangen haben und es packt sie, lässt es sie nie mehr los. In der Zeichenakademie Hanau, in der Katrin den theoretischen Teil ihrer Ausbildung lernt, stehen nicht nur die üblichen Fächer wie Mathe oder Politik auf dem Stundenplan, sondern auch Kunstgeschichte, Gestaltung, Zeichnen oder Edelsteinkunde. 3,5 Jahre dauert die Ausbildung insgesamt. Mit einer Abschlussprüfung und dem Gesellenstück hat es dann auch Katrin bald geschafft. Sie möchte auf jeden Fall weitermachen, als Gesellin in einem Betrieb oder irgendwann selbstständig in ihrer eigenen kleinen Goldschmiede.